wir haben heute mal wieder ein Lookbook für euch. Das gab es ja schon sehr lange nicht mehr. Und diesmal zeigen wir euch 4 verschiedene Sommeroutfits. Das Video ist in Kooperation mit Keds entstanden, die uns gefragt haben, ob wir Lust haben, 2 Paar Schuhe selbst zu gestalten. Und das fanden wir eine sehr, sehr coole Idee. Deswegen sind in dem Video auch noch 2 DIY-Schuhgestaltungsideen enthalten. Und wir hoffen, das Ganze gefällt euch. Kommen wir also zu Outfit Nummer 1. Ich habe mich zu meinen Schuhen für eine sehr, sehr weite Boyfriend-Girlfriend-Jeans entschieden, wie auch immer man das nennen will. Die ist so sehr baggy und loose und ripped, um mal alle Anglizismen auf einen Schlag rauszuhauen. Also so eine zerrissene, weite Jeans. Die ist aktuell erhältlich, gibt es bei H&M. Dazu habe ich einen beigen Trenchcoat kombiniert, der ist von Forever 21 und ein weißes, weites, lockeres Shirt, auch von H&M, auch momentan erhältlich. Meine Uhr ist wie immer von Daniel Wellington und meine Armbänder sind aus Sevilla. Die Tasche ist die Zara Office Bag. Die gibt es momentan nicht, aber es gibt die immer mal wieder. Also die bringen so ein ähnliches Modell sehr, sehr regelmäßig raus. Und die Schuhe sind wie gesagt von Keds. Ich habe die selbst gestaltet und wie ich das gemacht habe, zeige ich euch dann mal jetzt in einer kleinen Anleitung. Die Schuhe, die wir von Keds zur Verfügung gestellt bekommen haben, sind so ein sehr simples Basic-Modell. Ich finde die unglaublich schön. Wir verlinken euch das Modell auch mal in der Infobox. Neben den Schuhen braucht ihr natürlich auch noch Farbe für euren Ombre-Look. Ich habe mich für so einen hellblauen Ton entschieden. Ihr müsst es auch mit irgendwas auftragen. Wir haben dazu einen ausrangierten Beauty-Blender genommen. Das geht natürlich aber auch mit jedem beliebigen anderen Schwämmchen. Außerdem braucht ihr einen alten Lappen, um die Farbe so ein bisschen abzutupfen, bevor ihr sie auf die Schuhe auftragt. Ich habe so für das besondere Etwas dann auch noch einen kleinen Knopf angenäht, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und um die Farbe sauber aufzutragen, braucht ihr außerdem Tesa und eine Schere. Im ersten Schritt müsst ihr den Gummiteil eurer Schuhe, also den unteren Teil, so ein bisschen mit Tesa-Film abkleben, damit die Farbe da nicht runterläuft. Da könnt ihr eigentlich nichts falsch machen, also selbst wenn der Tesa-Film so ein bisschen Falten schlägt, macht das überhaupt nichts. Solange es oben einigermaßen sitzt, ist es kein Problem und man kann die Farbe auch noch im Nachhinein mit Wasser oder Nagellackentferner ein bisschen entfernen. Als nächstes feuchtet ihr dann euer Schwämmchen einfach ein bisschen an, nehmt die Farbe auf und bevor ihr die auf dem Schuh auftragt, tupft die nochmal so ein bisschen auf dem alten Lappen ab, damit nicht zu viel Farbe auf einmal auf eurem Schuh landet. Und dann fangt ihr einfach an, die Farbe aufzutragen. Dabei geht ihr einfach so vor, dass ihr die Deckkraft so gut wie möglich abschwächen lasst, falls ihr versteht, was ich meine. Also ihr tragt einfach vorne die Farbe ein bisschen deckender auf und wischt die dann so ein bisschen nach hinten aus, quasi so wie Lidschatten verblenden, nur nach hinten den Schuh entlang. Einfach, dass dann dieser natürliche Ombre-Look entsteht. Ihr braucht kaum mehr Farbe nachnehmen, verblendet das schön ineinander und lasst es so ein bisschen auslaufen. Wenn ihr dann die Farbe auf dem Schuh aufgetragen habt, müsst ihr einfach nur noch den Tesa-Streifen entfernen und das Ganze für den zweiten Schuh wiederholen. Wir haben außerdem noch so richtig süße Knöpfe gefunden. Da steht drauf Made by Me. Wir können euch so ähnliche mal in der Infobox verlinken. Und davon habe ich dann einen noch an die Seite des einen Schuhs genäht. Ich bin selbst kein Nähprofi, deshalb möchte ich euch ungern erklären, wie man sowas macht. Meiner hat zwar am Ende gehalten, aber es hat eine ganze Weile gedauert. Also, falls ihr wissen wollt, wie man einen Knopf gut annäht, fragt eure Mama oder eure Oma. Oder schaut euch ein Video dazu an, das wir euch in der Infobox verlinken, aber das sollte ich euch besser nicht erklären. Und wenn der Knopf dann sitzt, dann sind das die fertigen Schuhe in diesem Ombre-Look und mit dem angenähten Knopf an der Seite. Sehr, sehr simpel, aber ihr wisst ja, dass wir sowas am liebsten mögen und so gefallen sie mir richtig, richtig gut. Ich bin ganz verliebt in die Schuhe. Dann kommen wir auch schon zum zweiten Outfit, in dem ich mich so ein kleines bisschen wie so ein Stadtdetektiv oder so gefühlt habe, was vermutlich hauptsächlich am Hut lag. Aber ich habe mich auch sehr, sehr wohl gefühlt. Das Outfit ist nämlich sehr luftig. Ich habe obenrum diese gestreifte Bluse von Primark angehabt. Die dürfte noch aktuell sein, die habe ich erst vor sehr kurzer Zeit gekauft. Und dazu habe ich diese schwarze Shorts mit so einem spitzen Rand kombiniert. Die gibt es momentan in sehr vielen Läden zu kaufen. Und die Tasche ist aus Marokko, die habe ich mal vor Ewigkeiten da gekauft. Meine Ohrringe sind von Amazon, die kann ich euch auch in der Infobox verlinken. Und mein Hut ist von H&M, der dürfte nicht mehr aktuell sein, aber es gibt momentan sehr viele Hüte überall. Meine Schuhe sind die gleichen weißen Keds, die Leonie eben anhatte, aber halt mit meinem eigenen Design drauf sozusagen. Und wie ich das gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Ich habe das mal Mouse Flats genannt, weil ich mich daran so ein bisschen orientiert habe. Ich habe Bilder gegoogelt von diesen Ballerinas, die vorne so Mauseohren, Gesichter, wie auch immer haben. Und ich fand die schon immer super süß und wollte das total gerne nachmachen. Was ihr dazu braucht, ist natürlich wieder erstmal ein paar Schuhe zum Verzieren. Und ein Textilstift oder Textilfarbe ist eigentlich relativ egal, was ihr da nehmt. Und das kann man im Bastelgeschäft kaufen, genauso wie diverse Perlen. Ich habe einfach verschiedene rausgesucht, die ich ganz passend fand. Aber man kann auch einfach alles aufmalen. Also ihr braucht noch nicht mal Perlen zu verwenden. Aber ich fand es einfach ganz schön. Und dann braucht ihr noch einen sehr, sehr guten Kleber oder eine Heißklebepistole, um das Ganze festzumachen.
Ich habe dann als erstes die Perlen genommen und erstmal so auf die Schuhe gelegt, wie ich mir das ungefähr vorgestellt habe. Versucht rauszufinden, wo man es am besten positioniert, damit es möglichst realistisch aussieht, was gar nicht mal so einfach war. Dann habe ich mir erstmal vorgemalt, wo ich die Augen hinkleben wollte, damit man das leichter erkennt, logischerweise. Und dann habe ich auf die Punkte einfach mit der Heißklebepistole einen kleinen Tropfen heißen Kleber gegeben. Und dann einfach die kleinen schwarzen Kugeln reingeklebt, die sozusagen als Augen dienen sollten. Und dann habe ich oben wiederum einfach Heißkleber aufgetragen und dann da die roségoldenen Steinchen draufgeklebt, die als Ohren der Maus dienen sollten sozusagen. Dann habe ich unten versucht, das Näschen zu malen, was gar nicht mal so einfach war. Ich habe es erstmal mit Bleistift vorgezeichnet, weil man dann zur Not nochmal wegradieren kann. Und dann habe ich das Ganze mit dem Textilstift nachgemalt oder ihr nehmt einfach Textilfarbe. Letztlich ist es relativ egal. Und dann wiederholt ihr das Ganze möglichst symmetrisch einfach auf dem anderen Schuh. Wirklich keine große Kunst. Es war sehr einfach und hat super viel Spaß gemacht, vor allen Dingen mit der Heißklebepistole. Irgendwie finde ich Heißklebepistolen ultra cool. Ich weiß nicht wieso, aber die fand ich schon als Kind super. Und dann seid ihr auch schon fertig. Sehr, sehr einfach, aber ich finde es super niedlich und vor allen Dingen ist es mal ein bisschen was anderes. Kommen wir zu meinem dritten Outfit. Das besteht aus dieser weiten, losen Shorts von Zara. Die habe ich mir in Sevilla gekauft. Die fällt so sehr, sehr locker und hat oben am Bund so eine Schleife. Ich mag die richtig, richtig gerne. Dazu habe ich ein schwarzes, einfaches Shirt von Topshop kombiniert. Das hat unten am Bund und an den Ärmeln so ein Wellenschnitt quasi, wie auch immer man das nennen möchte. Die Sandalen sind No Name, ich kann euch nicht mal mehr sagen, wo genau die her sind, aber so ähnliche gibt es immer mal wieder. Und die Tasche habe ich mir von Lena geklaut, die habe ich ihr zum Geburtstag geschenkt, die ist von Lefties aus Spanien. Und das war es auch schon zu Outfit Nummer 3. Das letzte Outfit ist dann meiner Meinung nach das sommerlichste von allen, was vor allen Dingen an dem Zitronencardigan liegt. Der ist von Vero Moda und ich liebe ihn über alles. Ich stehe einfach so auf dieses Zitronenmuster und ich finde, das sieht so toll aus. Ich finde, man kann den sowohl offen ganz gut tragen, als auch so geknotet, insbesondere zu so High-Waisted Shorts. Die ich jetzt anhabe, ist von Primark aus dem letzten Sommer, aber es gibt auch ganz viele andere in anderen Läden. Und das Crop-Top, was ich darunter trage, ist von Yeah Bunny und ich finde, in der Kombination sieht es einfach nur nach Sommer und Zitroneneis pur aus, so ungefähr. Dazu trage ich einfach meine Birkenstocks, die habt ihr ja schon 100 Mal gesehen. Ich glaube, dazu muss ich nicht mehr viel sagen. Und insgesamt ist das für mich ein sehr, sehr luftiges, sommerliches Outfit. Das waren jetzt unsere Sommeroutfits inklusive unserer selbstgestalteten Schuhe. Katz hat uns freundlicherweise 3 Paar Schuhe zum Verlosen zur Verfügung gestellt. Also falls ihr die gewinnen möchtet, dann schreibt uns einfach mal in die Kommentare, wie ihr die Schuhe gestalten würdet. Und dann losen wir unter allen Kommentaren 3 Gewinnerinnen aus und kontaktieren die. Wie lange die Verlosung läuft, was ihr genau machen müsst und alle anderen Teilnahmebedingungen verlinken wir euch nochmal in der Infobox. Also falls euch das interessiert, dann schaut einfach da nochmal vorbei, bevor ihr mitmacht. Und dann war es das für unser Sommer-Lookbook. Wir verlinken euch hier am Ende mal noch unser letztes Lookbook. Also das müsste das aus dem letzten Sommer gewesen sein, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. Zumindest findet ihr hier jetzt ein Lookbook, auf das ihr draufklicken könnt. Und nebendran verlinken wir euch unser letztes gemeinsames Video. Da würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr reinschaut. In der Infobox gibt es auch immer unsere Instagram-Accounts, unseren Twitter-Account und unseren Blog. Auch da freuen wir uns sehr über euren Besuch. Und dann war es das für dieses Video und wir sehen uns im nächsten.